Das ist genau das Problem, dass man nicht über die Probleme spricht und nicht kommuniziert. By the way, Alice Weidel, ich meine, die könnte auch eine Galionsfigur sein. Ich meine, das ist eine lesbische Frau, die ist verheiratet mit einer Ausländerin aus Asien, aus Sri Lanka. Ich meine, weißt du, also ja, man könnte die auch voll abfeiern. Ne? Ich meine, die ist, weißt du, die macht halt da kein großes Ding draus. Sie geht halt nicht ständig damit hausieren mit diesem Thema so. Aber man könnte auch sagen, guck mal, das ist auch eine Errungenschaft irgendwie unseres liberalen Staates, dass eine Frau ihr so in ihrem Lifestyle, dass sie da in so eine Position kommen kann. Ne? In einem intellektuellen Deutschland, ja, in einem intellektuellen Deutschland, wo noch irgendwie ein bisschen Vernunft und wirklich politische Unverdrossenheit vorherrschen müssten im Herbst 2025 eine Sarah Wagenknecht gegen eine Alice Weidel um die Kanzlerschaft antreten. Ja. Dass da mal wieder irgendwie mal wenigstens so ein bisschen. Dann würden wirklich auch, dann würde man sich lange überlegen müssen, wen man da wählt, und es würde in einer guten Debatte halt so ausgefochten werden, die wirklich spannend wäre. So, weißt du, die beiden im Ring, wie es früher immer dieses Kanzlerduell gab. Vielleicht kommt es ja noch so weit, ja, wenn die Wagenknecht ihre Partei gründet, die AfD weiter so steigt und die Wagenknecht-Partei, man hatte doch mal eine Umfrage gemacht, wie würden sie die wählen? Die kam aus dem Stand in der Insel-Umfrage oder was es für eine Umfrage war, auf 25%. Ja. Also die werden dann aber auch einige von den AfD-Wählern werden, aber dann natürlich Wagenknecht-Wähler. Richtig, also, ja, aber bei weitem nicht alle. Also die würde überwiegend natürlich erstmal die Linke killen und dann tatsächlich auch aus dem bunten Lager viele anziehen. Ja. Für die Linke einfach nur nicht wählbar ist, aber die durchaus die Wagenknecht wählen. Und sind wir mal ehrlich, die Menschen wählen Personen. Die wählen keine Farbe, es sei denn, du bist natürlich schon irgendwie dein Leben lang so geprägter SPD-Wähler, da wählst du die einfach. Aber ansonsten wählen doch die Leute Personen. Ja. Ja, ich habe hier am Sonntag, also jetzt gab es doch wieder nach dem Landrat, gibt es ja jetzt auch den ersten AfD-Bürgermeister, kann man vielleicht auch nochmal hier reinwerfen, oder? Hat jeder mitbekommen, in einer Stadt, die noch... Sonneberg. Jemand zuvor... Nee, Sonneberg war der Landrat. Ja, aber erzähl erst das mal. Das ist weiter. Tatsächlich anders, und wo war das, Sachsen-Anhalt, oder... Sachsen-Anhalt ist jetzt, glaube ich, der Bürgermeister jetzt, gewählt, genau, worden. Und in Thüringen, Südthüringen, war dieses Sonneberg mit dem Landrat, wo niemand bis vor einer Woche wusste, was ein Landrat überhaupt ist. Auf jeden Fall hatten jetzt, ich habe beiläufig nur ab und zu mal peripher einen Podcast auf dem Schirm oder einen YouTube-Kanal, irgendwie die Honigwabe und so, ist so ein Pro-AfD-Kanal. Aber die hatten halt Björn Höcke zu Gast. So. Und es war ganz interessant, weil sie fragen ihn halt als erstes so, weil die kriegen ja gar nicht eine neutrale Plattform, diese Politiker von der AfD, und kriegen nicht direkt so eine offensive, so eine Suggestivfrage gestellt. Und er wird halt gefragt, ob es für ihn eigentlich bei Wahlkampfveranstaltungen und im öffentlichen Raum Sicherheitsbedenken gibt und wie er damit umgeht. Und da habe ich mal so gemerkt, es ist eigentlich eine gute Frage, die Höcke zu stellen. Also ich finde, die ist tatsächlich sehr menschlich, diese Frage, weil er ist für mich in erster Linie auch ein Mensch. Und tatsächlich muss es ja krass sein, Alice Weidel zu sein oder Björn Höcke, weil du wirst extrem angefeindet, bestimmt jeden Tag, oder du läufst so ein bisschen undercover und mit Sonnenbrille und mit Bodyguards rum. Ist bestimmt auch nicht ganz einfach. Merkt man aber halt mal, wäre nie eine öffentlich-rechtliche Frage. Ist aber total berechtigt. Genauso wie, weil du den Debattenraum auch angesprochen hast, Frank, glaube ich, dass spätestens jetzt bräuchte man eigentlich, nachdem es die letzten 3 Jahre verpasst wurde, könnte man ja jetzt wenigstens mal Wodak und Bhakti in eine Talksendung einladen und sagen, okay, wir sind dem lang genug nicht nachgekommen, es ist eigentlich auch zu spät, aber wir lernen langsam, was ihr von uns wollt und warum wir so verhasst sind für unsere 18,36 Euro. Einseitigkeit und Propaganda, dann machen wir es jetzt mal anders. Aber das Gegenteil ist ja der Fall. Sollen wir... Zum Höcke, weil du das ja... Und tatsächlich interessante Frage so, ey, wie ist denn eigentlich dem sein Lifestyle so? Da war es doch auch schon so, der hatte doch auch schon vor seinem Privathaus dort Mahnwachen und Demonstrationen und also das gab schon alles. Ja. Das ist nicht so, dass das kein Thema wäre. Das macht er, hat er schon jahrelang. Ja. Und ich meine, jetzt zur AfD, ich möchte auch noch was sagen. So. Also für mich, ich bin kein AfD-Sympathisant. Für mich, ich sehe dort auch tatsächlich keinerlei wirkliche Alternative, die die Probleme unseres Landes lösen kann. Ich verstehe, dass Leute die AfD wählen
Und ich verbanne jetzt nicht Leute, die die AfD gut finden, weil es einfach in, das sage ich auch immer wieder, ich, in meiner Realität ganz viele Menschen in meinem Umfeld immer sind. Nachbarn, ich lebe in Chemnitz. Und ich kann so nicht durch die Welt laufen, dass ich nicht kommuniziere mit Leuten, die irgendwie politisch eine andere Meinung sind als ich. Ich selber sehe dort keine Alternative. Aus meiner Sicht ist die AfD und gerade so Leute wie Höcke, der halt dann durchaus auch mal auf einer Nazi-Demo halt mal mitmarschiert, ja. Die sind die ganze politische Ausrichtung ist aus meiner Sicht rückwärtsgewandt. Also die Idee ist halt, die Alternative, die ja schon im Parteinamen drin ist, die Alternative ist halt, aus, so wie ich das verstehe, dass sie halt das Nationale stärken wollen, den Nationalstaat stärken wollen. Ich kritisiere den Nationalstaat. Wer Sendung von mir gesehen hat, ich zeige das auch schon auf, diese ganze Nationalstaat ist erst entstanden durch Napoleon. Das ist ein Produkt der Moderne. Und aus meiner Sicht haben damit diese ganzen Probleme auch mit angefangen. So. Und es geht für mich nicht darum, eine Lösung nach hinten zu schauen, sondern aus meiner Sicht müssen wir eine Lösung nach vorne gucken und Alternativen entwickeln. Und die Alternativen, an denen ich nicht arbeite, das klingt alles so hochgedroschen, aber so was ich sehe oder wo ich finde, wo es hingehen sollte, ist, glaube ich, ein ganz anderer Weg als die AfD. Deswegen also, möchte ich das nur betonen, dass ich darin keine Alternative sehe, aber ich kann verstehen, warum die Menschen die AfD wählen. Die Unzufriedenheit über die Politik im Land ist völlig klar. Weil, Frank, weil du es vorhin angesprochen hast, diese bizarren Straßen, Szenen aus Essen, die da vor 2-3 Wochen rumgingen. Ich meine, das muss man sich mal überlegen, wie grotesk ist das denn? Da sind hunderte von Leuten über mehrere Tage, nicht nur in Essen, sondern es geht über mehrere Städte, in einer Art Fehde miteinander am Start. Also wie man das irgendwie aus so einem bürgerlichen Städten in Deutschland einfach nicht kennt. Also wir kennen auch Gewalt und wir hatten auch unsere Probleme in der Geschichte, aber dieses clanmäßige, fädenmäßige, das kennen wir nicht. Das kennst du aus dem Asterix in Korsika oder so. Ja, da ist es so. Und was war da in Essen? Ganz kurz noch, da war auf der einen Seite ein Clan, der da schon länger ansässig ist, mit libanesisch-türkischem Hintergrund. Die Nationalität von diesen Clans ist auch manchmal nicht ganz klar. Die waren die eine Seite und die andere Seite waren Syrer, die relativ neu im Land sind. Und das geht dann über Tage. Und am Ende, und das darauf will ich hinaus, am Ende muss man aus rein pragmatischen Gründen richtig, um Frieden zu bekommen, hat man dann einen Friedensrichter geholt. Das ist ein islamischer, eine islamische Autorität, ein Friedensrichter. Und das ist für mich total alarmierend, weil unser ganzes Prinzip, so wie unsere Städte aufgebaut sind, auch aus unserer Geschichte heraus, das hat mit Bürgertum zu tun, mit Community. Wir müssen als Community funktionieren. Und wenn wir auf einmal nicht mehr die Stadt irgendwie das Recht hat, sondern du musst dann irgendwie privat einen Friedensrichter holen, dann ist es okay, jetzt rein pragmatisch, damit endlich mal Ruhe ist. Aber das sollte einem doch zutiefst zu denken geben. Es kann nur das gleiche Recht, das gleiche Gesetz muss für alle gelten. So. Und das ist diese Entwicklung, wie wir es da in Essen auch gesehen haben, das geht dann so eine Entwicklung, wie du es auch in Amerika siehst, wo da vor 3 Jahren, als hier rund um Black Lives Matters und George Floyd, als so die Städte in Flammen standen, kann ich mich erinnern, da habe ich so eine Live-Pressekonferenz vom Bürgermeister von Los Angeles gesehen. Und der hat dann so dazugeschalten, immer so die Vertreter der verschiedenen Communities. Und jetzt hören wir als nächstes den von der armenischen Community. Und der spricht zu den Armeniern, die alle zusammen in einem Kiez wohnen. Und dann kommt als nächstes der für die koreanische Community. Und dann kommt der für die schwarze Community. Und ich denke mir, das ist ja krass. Ihr lebt gar nicht in einer Stadt. Das sind, weißt du, das lebt so auseinander. Während unser ganzes Prinzip, wo auch unsere Bürgerlichkeit herkommt, wo auch Gedanken von Grundrechten, Demokratie auch und so weiter, also die modernen Republik und Gedanken entwickelt wurden, so in Zeiten der Aufklärung und so weiter, das ist alles bürgerliche Mentalität. Das ist die Idee, dass der Bürger also dass wir alle Bürger einer Stadt sind. Ja, und da sollten wir wieder hinkommen. Und aus meiner Sicht, ich brauche auch nicht zurück in irgendwelche großen Nationalstaaten. Aber wir müssen die Community stärken und die Einheiten, den Frieden. Und da müssen wir Lösungen finden, wie wir miteinander klarkommen. Ja. Oh. Also das ist ja schon fast ein philosophischer Gedanke, nicht ganz, man könnte schon fast sagen, fast ein bisschen realitätsfern. Wunschdenken, ja, sozusagen. Klar müsste man das so machen, aber wenn man jetzt speziell da die AfD sieht, ist es, glaube ich, so, dass die deswegen so großen Zulauf bekommt, weil man bei der Partei das Gefühl hat, dass die tatsächlich das geringere Übel ist. Was deine Einschätzung zu der Partei betrifft, bin ich voll bei dir. Ja, für mich ist es mit einem Höcke nicht wählbar. Und vielleicht wissen es viele nicht. Ja, der Typ ist früher wirklich auf Nazi-Demos mitmarschiert und hat mitgekrölt. Ja, auch wenn er offiziell sagt,
Ja, ich habe mir das nochmal angeguckt. Ja. Jemand, der anguckt, der steht nicht mitten im Block und schreit, wir wollen marschieren. Weißt du? Und mit so einem Typen der Partei, auch noch als Landesvater seiner Partei, ist für mich nicht tragbar. Aber so Leute wie die Weidel, da muss ich dir sagen, tatsächlich, da ist ein extrem großer Kontrast. Die sehe ich auch als Galionsfigur. Die ist eine perfekte Rhetorikerin, ohne diese ganzen, schmuddeligen Provokationen rhetorischer Art, wie es der Höcke macht. Ja? Der sich permanent vorwerfen lassen muss, naja, das ist doch hier Nazi-Sprech. So, ach, das habe ich nicht gewusst. So, ich meine, ja, das ist provokativ und das ist überhaupt nicht meins. Aber die AfD als Gesamtprogramm sehe ich erstmal tatsächlich als sehr viel geringeres Übel, weil wenn man sich die aktuelle Regierungspolitik anguckt, ja, dieses, was von vielen Menschen als destruktiv wahrgenommen wird, ja, als Deindustrialisierung ist ein großes Wort, ja, will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, aber von vielen wird es eben so wahrgenommen. Viele werden gegängelt, viele müssen jetzt ihre Heizung austauschen, dürfen dies nicht, dürfen das nicht, Inflation, alles teurer und so weiter. Und wenn man dann eben die Weidel sprechen hört, da sagen viele, genau so ist es. Und die erwarten dann halt von der AfD eben genau auch diese Politik. Wenn die AfD in Regierungsverantwortung wäre, sähe das natürlich schon wieder ganz anders aus. Ja? Das ist natürlich ein Kasperletheater. Aber im Moment sind sie eben die böse Partei, die dann von allen verhindert werden muss. Und ich erinnere mal an die letzte Ausgabe vom Stern, ja, wo man mit dieser typischen Schriftart, die man eben immer mit dem Dritten Reich assoziiert, einfach nur so Hass auf das Konterfei von Alice Weidel geschrieben hat. Und in dem Stern steht dann drin, ja, ein Interview mit Frau Weidel, Frage, Frau Weidel, wir stellen uns es wahnsinnig anstrengend vor, Alice Weidel zu sein. Ja? Und ihre Antwort lautet, es ist in der Tat speziell, Alice Weidel zu sein. Ich polarisiere, wo auch immer ich hinkomme, begegne pausenlos Menschen, die emotionalisiert sind. Natürlich ist das nicht ganz einfach. Ja. Stern, wir meinten eigentlich, es muss furchtbar sein, so zu leben wie Sie. Wenn man ihnen zuhört im Bundestag bei Auftritten und Pressekonferenzen, hat man den Eindruck, sie fühlten sich permanent von dunklen Mächten umgeben, seien zerfressen von der Angst vor kriminellen Ausländern, Globalisten, Bürokratiemonstern, die unser Land bedrohen. Macht ihnen irgendwas Freude im Leben? Also, das ist doch kein Journalismus mehr. Das ist schon echt krass. Ja, das ist ein Grund, einen Stern zu deabonnieren. Ja. Wird von unseren Zuschauern sowieso niemand im Abo haben. Aber es war übrigens auch immer der Stern. Tatsächlich, ich wusste das gar nicht. Es gibt ja schon immer so diese unmöglichen Cover, auch mit Donald Trump, mit wie er einen Hitlergruß macht und wie er der Freiheitsstatue den Kopf abschneidet und dann das Blut so runtertrieft. Das war tatsächlich immer der Stern. Wusste ich gar nicht. Nee, das war Spiegel, oder? Das war Spiegel, auch das, was du gerade beschreibst. Vielleicht ist eins, also von, ich habe letztens so eine Compilation gesehen von diesen richtig krass populistischen und auch diesen Covern, die auch unter der Gürtellinie zum Teil waren, war es wirklich sehr oft der Stern. Also und auch vom Stern war auch dieses unser nächster Kanzler, Fragezeichen, mit Habeck. Warum sind Sie, was ist das Geheimnis Ihres Erfolges und warum sehen Sie so gut aus? So ungefähr, fragt der Stern. Jedenfalls, weil ich das auch nicht kannte und ich war geschockt, wirklich richtig krass. Frank, du hast es, glaube ich, hier bei irgendeinem Chat bei uns mal gedroppt. Sollen wir hier mal kurz... Nein, das kam auf, weil wir hatten doch mal so eine Sendung mit dem Sven, weißt du, wo er den Höcke als Faschisten bezeichnet hat. Ja. Gab einen riesen Shitstorm und alles, haben sich richtig viele aufgeregt und Sven hat sich dann einfach nochmal hier mit diesem Video bei mir intern zu Wort gemeldet, so nach dem Motto, naja, hier, guck mal und so weiter. So kam ich an den Link. Pack euch mal an die andere Seite. Dann ja, und auch die Zitate hier, Aaron, die du zwischenzeitlich mal eingeblendet hattest. Ich weiß nicht, ob das alle gesehen haben oder nur wir. Ja, hier. Ich meine, so Zitate wie starker Besen, Saustall ausmisten, Zuchtmeister. Ganz ehrlich, ich glaube ja nicht, dass der Höcke dumm ist. Und deswegen glaube ich, dass er schon genau weiß, was er da sagt. Und ihr wisst, was das Wort Faschismus bedeutet. Und aus dem Italienischen. Und die Faszis, das ist eine Rute, das ist der Besen. Und das ist genau diese Symbolik, also der starke, der eiserne Besen sozusagen. Die Rute, die halt irgendwie den Saustall ausmistet. Das ist ja genau die Terminologie, die Mussolini und die auch in den 20er, 30er Jahren halt Nazis gab. Ja, es ist ja auch noch... Frank, sorry, manchmal schneidet man sich unabsichtlich so im Wort ab. Das war jetzt wieder unglücklich.
Also genau das wird Höcke oft vorgeworfen, dass er sich sozusagen mit so einer Doppeldeutigkeit bewusst beiden Seiten irgendwie öffnet. Also diese moderaten AfD-Wähler, aber dass er eben auch so im wirklich krass nationalsozialistischen Lager dafür Stimmen abgreift, weil er so Sachen auch gedroppt hat wie dieses schändliche Mahnmal, von dem er damals gesprochen hat, oder das Mahnmal der Schande, hat er gesagt, über die Holocaust, das Gedenkmal in Berlin, sowie auch, was hatte er gesagt, es gibt naja, das ist also mit diesem Ausspruch damals, Mahnmal der Schande, das ist wirklich sehr doppeldeutig, das kann man so oder so interpretieren. Er sagt, er hat das halt ausdrücken wollen, dass die Deutschen halt irgendwie so einen Schuldkomplex haben, dass sie sich ein Mahnmal der eigenen Schande, ja, mitten in die Hauptstadt pflanzen. Ja, so. Was kein anderer Staat machen würde. Ja, so direkt neben das Regierungsgebäude erstmal ein Mal, was an die eigene Schande erinnert. So hat er es gemeint. Wie es ihm dann ausgelegt wurde, fand ich fehlinterpretiert. Ich glaube auch, dass es nicht so gemeint hat, aber wenn man darauf achtet, dieser Vorwurf, dass er sich so oft doppeldeutig ausdrückt, der kommt tatsächlich immer wieder und der ist dann ab dem 10. Mal oder so, weiß der auch nicht mehr ganz unbegründet. Mach jetzt mal hier dieses Zeit-Online-Ding weg. Das haben wir jetzt gelesen. Ja, wir wollen ja mal hier Props nochmal an Sven. Ja, und oder? Ganz ehrlich, doch noch was vorweg. Mir geht es jetzt hier nicht darum, irgendwie jetzt da jetzt drauf zu hauen. Aber es ist schon wichtig, weil viele kennen das Video wahrscheinlich nicht und weil es auch immer in der Diskussion ist. Und ich sage es nochmal, für mich ist ein Höcke und die AfD, ehrlich gesagt, zwei unterschiedliche Sachen. Die AfD sagt ja selber, ja, wir brauchen den Höcke, der ist total beliebt, der bringt uns Wähler. Ja. Das mag auf Thüringen zutreffen. Ich denke, bundesweit hätte die AfD ohne Höcke mehr Wähler. Ist nur mal so eine Vermutung, kann ich schwer zu was sagen. Aber für mich ist der auch ein Geschmäckle, was der Partei nicht gut tut, meiner Meinung nach. Wozu brauchen die den? Die haben verdammt gute Rhetoriker im Bundestag. Was da in Thüringen da los ist, ist für mich nicht ganz verständlich, ehrlich gesagt. Auch noch letzter Satz, bevor wir das Video anschauen. Mir ist wieder eingefallen, wo er auch was Doppeldeutiges gesagt hat. Es gab doch dieses legendäre Interview, wo er das Interview abgebrochen hat. Und dann sagt er zur Reporterin vom Öffentlich-Rechtlichen, seien Sie sich mal nicht so sicher auf Ihrem Sessel und auf Ihrem Stuhl. Vielleicht wird es eine Zeit geben, in denen andere Töne angeschlagen werden in diesem Land. Und da wurde ihm halt vorgeworfen, dass er quasi so in den Raum gestellt hat, also unter einer AfD-Mehrheit wird es natürlich eine Medienreform geben, die es in sich hat und die ein oder anderen Protagonisten, die aktuell noch da an der Macht sind, ihre sicheren Plätze verlieren. So. Ja. Ich spiele mal ab. Und das ist... Ja. Aufnahmen aus dem Jahr 2010 liefern einen neuen Blick. 65. Jahrestag der Bombenangriffe auf Dresden, damals ein Neonazi-Aufmarsch am Bahnhof Neustadt mit rund 5000 Teilnehmern. Darunter jetzt entdeckt der damals noch unbekannte Björn Höcke, seinerzeit Geschichtslehrer an einem Gymnasium in Hessen. Auf Anfrage des ZDF bestätigt die Thüringer AfD die Teilnahme Höckes. Er habe sich damals gemeinsam mit zwei Freunden lediglich einen Eindruck von der Veranstaltung verschaffen wollen. Anmelder der Demonstration damals die rechtsextreme Landsmannschaft Ostdeutschland. Unter den Rednern NPD-Funktionäre und Kameradschaften aus ganz Deutschland. Ja, ich will ja jetzt hier auch gar nicht weiter polarisieren, ja, weil der Höcke ist nun mal so ein Polarisationspunkt. Und deswegen will ich mich da auch gar nicht größer persönlich zu dem äußern. Habe jetzt dasselbe gesagt, im Prinzip, was Sven damals ausgedrückt hat. Ja? Ich hätte es nicht so formuliert. Ja? Faschist, ja, ist jetzt so eine Frage. Es ist ein hartes Wort. Deswegen würde ich es da vielleicht ungern irgendwie benutzen wollen. Aber wie gesagt, mit so jemandem in einer höheren Position, ja, wenn er jetzt einfach nur Parteimitglied wird, ja, gut, aber er ist halt der Landeschef seiner Partei und
das passt für mich nicht zu diesen brillanten Rhetorikern im Bundestag. Und die sind, es tut mir leid, es ist meine Wahrnehmung, die AfD-Redner sind nun mal die brillantesten Redner im Bundestag. Aber da darf ja jeder seine eigene Sympathie haben. Mal abgesehen von dem, was er sagt und tut, der Höcke ist mir extrem unsympathisch. Schon der Blick in die Augen, aber das ist jetzt eine ganz, ganz persönliche Empfindung. Ja? Das nimmt jeder anders wahr. Aber wohingegen, da will ich mal ein gutes Wort für Alice Weidel einlegen. Ich finde, die ist ursympathisch. Ich finde, die hat eine gute Aura. So. Finde ich auch. Find ich locker. Ich fand übrigens auch die Petri super. Ja? Also die haben wirklich ein sehr, sehr weites Spektrum an Personal. Und das macht diese leider unberechenbar. Weil was weißt du denn, wenn die AfD jetzt hier irgendwie gewählt wird? Ja, 51%, wenn es so weitergeht bis übernächstes Jahr. Und dann kommt die auf die Idee, den Höcke zum Kanzlerkandidaten zu machen oder so. Weißt du, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Aber es gibt halt auch so richtig gutes Personal in deren Reihen. Ja, ja, wenn ich auch nochmal kurz auf diesen Clip eingehen darf. Also da muss man halt auch ganz klar sagen, jemandem irgendwie so Videos aus der Vergangenheit irgendwie vorwerfen, ist das eine, das ist auch manchmal nicht ganz fair, weil man kann sich auch weiterentwickeln als Mensch oder Dinge getan haben, auf die man heute nicht mehr stolz ist. Aber man muss sich halt schon überlegen, also Dresden gedenken, das was immer am hier 13. Februar oder was stattfindet, das ist ganz klar eine Neonazi-Veranstaltung. Also man hat ja gerade die Protagonisten gesehen, hier Odu Vogt und sowas, NPD-Vorsitzender damals gewesen. Da überlege ich mir ja dann als Teilnehmer, wenn ich dann noch so die Parole mitgröle, wo bin ich jetzt nochmal gerade und was? Also die NPD bezieht sich ganz klar auf ein positives Bild des Nationalsozialismus der 30er Jahre. So, und dann ist halt schon die Frage, distanziert er sich jetzt mega krass von seinen alten Aufnahmen? Nee, macht er natürlich nicht. Und das ist, also dann macht es die Figur sehr bedenklich. Ja. Genauso sehe ich es auch. Ich meine, volle Zustimmung. Und klar kann sich ein Mensch entwickeln, aber wir reden ja von Politik und dann ist es auch fair, wenn wir hier auch das mal thematisieren, sagen, hier, guck mal, da ist der mitmarschiert. Und es ist jetzt auch nicht ein halbes Leben her, sondern es ist, 10 Jahre oder sowas. Ja. Ja, ja. Deswegen ist es schon fair, dass wir darüber sprechen. Und ich finde es auch stark, dass wir das hier können, dass wir immer noch, auch in diesen Zeiten, wo die Spannungen schon so stark sind und wirklich diese Zerreißproben so, dass wir hier immer noch in der Lage sind, diesen Diskussionsraum offen zu halten, dass Frank das klar formulieren kann, dass ich meine Meinung sagen kann, dass es Aaron sagt. Und was uns alle eint, ist auch der Respekt und das Verständnis auch vor dem Andersdenkenden. Also jetzt nicht nur wir drei, sondern eben, ich sag's mal wieder, es sind meine Nachbarn, meine Mitbürger so. Ich werde nicht irgendwie Leute canceln oder mit denen irgendwie nicht mehr kommunizieren, wenn ich weiß, der hat AfD gewählt, weil dann bin ich am Ende dann auf einmal dann wird es dünne in der Stadt, in der ich lebe. Also so kann ich da nicht rangehen. Wir müssen miteinander sprechen. Das ist entscheidend. Wir können ein größeres Problem, ehrlich gesagt. Ja, natürlich. In der Tat, aber ich weiß nicht, ob das in Chemnitz. Ja, doch, auch da. Ey, da könnte ich dir auch Stories erzählen, wo ich auch schon gecancelt worden bin von Leuten, bla, also eben aus der linksliberalen grünen Ecke, wo ich gecancelt wurde und so weiter. Wo ich mir auch denke, hey, come on, ey, wir kennen uns persönlich. So, was gibt's da zu canceln? So, ja? Aber hey, genau das ist das Gegenteil von dem, was ich will. Aus meiner Sicht geht es um Kommunikation. Und wirklich in diesem Augenblick freut mich, dass wir hier auch live, auch so ein schwieriges Thema, wo wir genau wissen, wie sehr auch von Extremisten von allen Seiten dort scharf geschossen wird auf uns, verbal natürlich in Kommentaren, dass wir trotzdem hier unter uns diesen Kommunikationsraum aufrechterhalten, finde ich großartig. Ist ja auch Respekt für euch. Es schätzt das ja auch jeder anders ein. Ja? Jeder hat einen völlig anderen Informationsstand, eine andere Moral, weißt du, andere Erfahrungen, ein anderes Umfeld, ein anderes soziales Gefüge um sich herum etc. pp. Ich würde die AfD wählen, wenn die einen Höcke canceln. Aber da geht es ja schon wieder los. Ja? Selbst das ist ja schon wieder eine polarisierende Meinung, mit der eben nicht alle konform gehen. Und so ist es eben in der Demokratie. Ich sage nur, wie ich es sehe. Ja.
Ja. Ich finde die Weidel im Übrigen auch sympathisch und im Übrigen die beste Rednerin überhaupt. Und ich finde es fast schade, dass dann daneben solche Leute wie der Höcke als Kontrastprogramm innerhalb dieser AfD dienen. In meiner Wahrnehmung schadet der. Aber das sehen Teile der Partei und sehr viele AfD-Wähler eben anders. Ja? Und das ist gut so. Genau das ist politische Debatte. Und ich verurteile niemanden für seine Meinung. Nehmt das aber bitte auch für mich in Anspruch. By the way, vielen Dank an Herrn Lehmann für das Flugbenzin hier im Chat. Ja? Hast du eigentlich getankt vorher, Aaron? Haben wir noch gar nicht drüber geredet. Ja, interessant. Auch, ich weiß, es wird jetzt nicht viele Hater geben, aber vielleicht an die ein, zwei, die irgendwie jetzt was schreiben, so, weil wir uns heute mal die AfD rausgepickt haben. Jede zweite Homeoffice-Sendung ist Grünen-Bashing. Nur mal so als Erinnerung. Wir hatten auch vor zwei, drei Wochen erst Miro Wolzfeld da unblockt. Mit ihm haben wir, glaube ich, eine sehr wohlwollende Sendung im Hinblick auf die AfD gemacht und über den Stolzmonat auf Twitter geredet. Einfach mal nur, ich finde es auch cool, was du gesagt hast, Stoner, so dieses Spektrum, sich die Freiheit rausnehmen, alles differenziert zu betrachten, ist ein seltenes Gut geworden. Und es ist schön, dass wir das hier pflegen, das ist genauso. Aber da auch zum Thema Wahrnehmung. Ich finde, das ist jetzt hier keine Anti-AfD-Sendung bisher, ne? Vielleicht ein bisschen Anti-Höcke, aber Anti-AfD ist es meiner Wahrnehmung nicht. Ich würde nur demnächst gerne zum nächsten Thema kommen und hätte aber noch als Überleitung sozusagen noch ein abschließendes Video, habe ich dir auch geschickt, weil es groß in allen Medien war und mit Sicherheit auch im nächsten Comic-Heft verarbeitet werden wird. Ja, das bietet sich zu gut an. Habt ihr die Schlagzeilen mitgekriegt? Ja, kaum ist die AfD, ja, stellt die AfD in Sonneberg den Landrat, verteilen Neonazis in Kindergärten blaue AfD-Luftballons. Ja. Und abgesehen davon, dass es eine recht lächerliche Schlagzeile ist, stand es in allen Medien groß da. Ja. Also es wurde ein Riesenfass aufgemacht. Und worum geht's? Es geht um dieses Video, was wir hier sehen. Die Szenerie, ich möchte sie kurz vorher beschreiben, was darüber gesagt wird. Ja. Wir sollen hier einen Vater eines der Kinder sehen, die Kinder stehen hier im Hintergrund hinterm Zaun, ja, das ist eine Kita, auf dem Auto, was hier gerade geöffnet wird, ja, da steht hinten drauf ehrenamtlicher Abschiebehelfer. So, und gefilmt wurde das angeblich von einem anderen Vater im Auto dahinter, der sich gedacht hat, ach, der hat so eine schöne Reichsbürgerhose an, ja, schwarz, weiß, rot, da halte ich jetzt mal die Kamera drauf. Und guck mal, was passiert. So, und jetzt gucken wir mal, was passiert. Vielleicht kennen die sich auch schon, wenn es beides Väter sind von dem Kindergarten. Ne? Also noch dieses schöne T-Shirt. Wer T-Shirt macht ist halt schon mit, ein komisch. Ja? Im Kofferraum liegen 20 blaue Ballons und zwei davon haben ein AfD-Logo drauf. Alle anderen sind clean. Ja? Und der Vater gibt die dann nun raus. Der Typ gibt die raus. Als T-Shirt ist auch schon krass, oder? Wie bitte? Ja. Kreativ? Naja. So, was hat es mit dem mit und ohne Aufdruck auf sich und warum hat er darauf geachtet und ein paar sind AfD-Ballons? Oder? Naja, lass mal laufen. So, und jetzt haben noch nicht alle Kinder haben einen Ballon, ja, und er sagt, er hat jetzt keine mehr. Ja, jetzt sind sie alle. So, alle blauen Luftballons ohne Logo rausgegeben, jetzt sind sie alle und wir sehen, es sind noch zwei im Auto mit Logo drauf und die Kamera zoomt jetzt natürlich ran, so damit auch jeder erkennt, okay, also der Typ da, der wirklich wie eine Nazi-Karikatur daherkommt, ja, mit noch diesem ehrenamtlichen Abschiebehelfer, damit auch jeder merkt, wie der Typ einzuordnen ist, ja, gibt dann diese blauen, unbeschrifteten, logofreien Luftballons, aber bloß kein AfD-Ballon an die Kinder, ja, das geht nicht, ja, aber zwei liegen nun im Kofferraum und die Kamera zoomt dann wirklich perfekt ran und Schnitt. Aber ich check's noch mal so. Nicht ganz. Also willst du damit sagen, dass es halt inszeniert aussieht? Natürlich ist das inszeniert. Das erkennt eigentlich jeder, der drüber nachdenkt. Alleine das Outfit ist so dumm blöd, das kann nur inszeniert sein. Dieser ganze Bildausschnitt, wie das aufgemacht ist. Was ich mich frage, also eigentlich sollte das jeder hinterfragen. Also hältst du das für echt? Mal abgesehen davon, dass von Seiten des Kindergartens da gar nicht bestätigt wurde, dass das jetzt irgendein Vater von irgendeinem Kind da ist. Das haben halt die Medien geschrieben.
Also ich weiß es nicht, was ich davon halten soll, aber ich weiß, es gibt Leute, die so rumlaufen wie der. Also solche Menschen leben hier im Land und die haben vielleicht auch Kinder. Und ich weiß nicht, dann, wenn es inszeniert, das müsste die ganzen Kinder auch mitmachen, weil du kannst nicht als fremder Mann an den Kindergarten fragen und den Kindern irgendwas geben. Wenn, also die Kinder müssen den kennen oder die Kindergärtnerin muss wissen, so okay, der ist Vater oder sowas. Ja, also ich weiß es nicht, vielleicht hast du recht, ja klar. Das ist schon komisch mit diesen Luftballons in dem Aufdruck. Jetzt verstehe ich auch, warum du das, warum du da so viel Wert drauf gelegt hast. Okay, nur die beiden mit AfD-Aufdruck sind drin geblieben, ja. Aber ganz grundsätzlich könnte das auch genau das beschreiben, was ich halt vorhin gemeint habe. Also, ich meine, solche Menschen leben bei uns und tatsächlich, ich weiß ganz ehrlich gesagt nicht, wenn so ein Typ irgendwie dann meiner Tochter Geschenke geben würde. Es, Gott sei Dank war diese Situation bei meinem Kindergarten nicht so. Aber jetzt, solche Leute habe ich auch nicht direkt in meinem Umfeld, aber die leben auch in dieser Stadt. Ja. Also weil ich es immer noch nicht gecheckt habe, weil sie nur zwei AfD-Luftballons hatten, mussten die für die Kameras extra sichtbar am Ende noch drin bleiben. Oder das ist. Ja klar, in der Totalen sieht das dann halt so aus, als ob der AfD-Ballons an Kinder verteilt. Was er nicht getan hat. Ja. Aber das ganze Video war so konzipiert, dass genau das die Aussage am Ende ist, die ja auch die Schlagzeilen bedient haben. Es wurden keine AfD-Ballons an Kinder verteilt. Der Typ hat peinlichst genau darauf geachtet, dass das eben nicht der Fall ist und dass diese zwei AfD-Ballons am Ende nur für die Kamera dran liegen bleiben, die dran zoomt. Alleine das zeigt doch, dass es inszeniert ist. Alleine wie es umgesetzt ist, dass dieser kleine Handy-Ausschnitt so konzipiert ist, dass die Aussage komplett geskriptet im Prinzip ist, mit einer sogenannten Plansequenz. Also ich würde mich zu 90% festlegen, dass es gefaked ist. Erinnert mich an Hill and Knowlton so ein bisschen. Oder wir hatten doch hier vor kurzem diese Heinz Kennedy irgendwas hier News hier mit diesen Frauen im Wald, die dann hier das tote Reh überfallen oder so. Weißt du? Also solche, es gibt mittlerweile immer mehr Medienbuden, die darauf spezialisiert sind, sowas zu machen. Das muss doch nicht mal im Auftrag sein, sondern das kann ja einfach nur sein, irgendwie, dass sich jemand denkt, ey komm, wir brauchen mal irgendwie geiles Material, was man alle Medien verscheuern können, lass mal hier sowas faken. So, und die Medien wissen ja dann gar nicht, ob das fake ist oder nicht. Die kriegen das Material angeboten, als hier gefilmt von dem Papa, und die machen dann ihre Schlagzeilen draus. Ja, das wird auch, wie willst du das auch falsifizieren? Du müsstest ja gegebenenfalls mal bei dem Kindergarten anrufen, was sagen sie dazu und so weiter. Das haben wohl auch ein paar Medien gemacht. Kindergarten wollte nichts dazu sagen. Aber das, was dann medial daraus gemacht wurde, dieses enorme Framing, ja, und vor allen Dingen, dass diese Aktion natürlich mit der AfD verknüpft wird, am Tag, wo dieser, wie heißt der, Schellenberg oder irgendwie, da zum Landrat gewählt wird. Also wenn man weiß, dass die Medien ohnehin schon erpicht darauf sind, ja, wenn sie öffentlich in den GZ-Medien selbst die Frage stellen, was können wir gegen die AfD tun? Ja, was an sich schon skandalös ist, ja, dann wundert mich es nicht, dass solche Videos gefaked werden. Die Alternative wäre, es wäre echt. Also mag sein, dass es solche, ich sag's jetzt mal, Dorftrottel, Dorfnazis irgendwo gibt, weißt du, die da wirklich noch hier mit schwarz-rot-weißer Hose und so einem T-Shirt und Klatze rumrennen, ja, mit Abschiebehelfer. Also wirklich. Ernsthaft? Also so ein Typ sollte nicht durch Leipzig fahren mit seinem Auto oder mit seiner Hose. Ja? Der wäre hier freiwillig, wenn er sich Richtung Konnewitz bewegt. Ja? Also rennt doch niemand rum. Ja, okay, ja, das stimmt schon. Ich verstehe auch deinen Punkt und deine Argumente jetzt. Ich habe es vorher echt nicht so gecheckt und das Misstrauen ist auch völlig berechtigt. War es nicht auch letztens, dass so Vertreter von doch bedeutenden Medien, auch Printmedien, auch irgendwann so öffentlich so gesagt haben, also wir haben gar nicht, oder sie haben für sich gesprochen, sie haben nicht mehr den Anspruch, hier nur einfach die Wahrheit schreiben, was ist, sondern es geht sehr wohl auch um Erziehung. Also es geht um die Leute aufklären und so weiter. Und natürlich, aus der Ecke, Köhler würde sich das auch legitimieren lassen, so für sich selbst, so, hey, im Sinne, die Leute zu erziehen, da kann man auch mal so einen kleinen Fake mit einbauen. Also die Motivation, ja, die traue ich denen auch zu und verstehe völlig deinen Punkt. Andererseits weiß ich, es gibt auch echt schräge Leute im Land. Ich weiß es auch, aber mein Sohn spielt Fußball und da geht es manchmal so in die sächsische Provinz und ohne Witz, da passieren echt Dinge, wo du dir echt denkst,
ist es wirklich so. Also was ich da auch von meinem Sohn dann so höre, also die haben letztens auch mal, und ich nenne nicht den Namen von dem Kaff, aber halt in irgendeinem so einem sächsischen Provinzort gespielt. Und die Mannschaft, wo mein Sohn ist, die sind ganz gut, die sind ein bisschen ambitioniert. Die haben auch 5, 6 Migranten-Kids halt in ihrer Mannschaft, also auch talentierte Fußballer. Und es geht halt um Sport so, ja. Und da kommt es dann echt vor, so dass die da auf das Böseste beschimpft werden, auf derbste Art und Weise. Weißt du, so mit rassistischen, diskriminierenden Worten, ey, da so die Spieler beschimpft werden. Wir reden hier von Jugendfußball. Und ich denke mir auch, ey, also ich meine, das erzählt mir mein Sohn. Und der ist auch von seiner Natur her eher beschwichtigend. Und die gehen dann nach dem Spiel dann sogar zum Gegner hin und sagen, hey, come on, was soll das? Wir sind ja auf dem Fußballplatz und so weiter, ja. Und da wirst du, die erzählen, die werden dann echt von denen da nur angeschrien. Da musst du dann schon schauen, dass du langsam so verschwindest, weil es kann auch irgendwann zu Handgreiflichkeiten kommen. Solche Dinge passieren auch. Das ist auch Teil der Wirklichkeit. Und wo man sich auch fragt, wie kannst du nur so verkommen sein? Direkt irgendwelche Kids, wir reden ja von 17-Jährigen, jemanden so zu beleidigen und zu diffamieren. Also, aber solche Dinge passieren leider auch, ja. Spinnen wir das nochmal weiter, weil das ja ganz interessant ist. Wer könnte denn sowas inszenieren, also orchestrieren, um dann eine entsprechende Wirkung auf Twitter und auf den sozialen Kanälen und dann wird es euch auf Telegram rumgeschickt. Ah, oh, guck mal, ich hab's dir doch gesagt. Und war der Vorwurf eigentlich, dass dieses Video jetzt da in Sonneberg entstanden war, wo oder in der Gegend sozusagen, da in Südthüringen, wo auch die AfD so stark ist? Oder war das nicht der Kontext des Videos? Doch, natürlich, das war ganz klar der Kontext. Die Schlagzeilen hießen so. Ja. Kaum ist die AfD gewählt, verteilt Neonazis Luftballons in Kindergärten. Wo kam so, das denn so überhaupt? Ich hab das auch nur irgendwie bei uns intern gesehen, dieses Video, und hab's auch eben gar nicht so genau verstanden, so bis du es jetzt erklärt hast. So. Wo ist denn das publiziert worden? Irgendwie überall, Google einfach danach. Standen Nachrichten, so im Fernsehen kam das damals? Das war ein großes Thema. Ja. Also das war nicht nur so ein Viral-Ding, das wurde auch von Nein, das wurde Tageszeitungen. Ja, ja, ich will es jetzt, da würde jetzt ja. zu lange dauern. Ich habe viele, viele. Oh doch, ich finde was, weil ich hatte es ja gerade vorhin schon gesagt, ich spoiler jetzt mal, was ich eigentlich sonst nie tue. Ich kann ja die Zeit nutzen, also Robert hat mir schon geschrieben, ich würde das gut machen. Also mega. Ich muss auch noch mal sagen, es gab bestimmt heute einiges, so mal kurz in der Einblendung und ein Bild über ein Bild, was nicht gut geklappt hat, aber ich fühle mich ganz gut. Bist du schon langsam so weit, dass du einen Radler zu dir nehmen könntest, oder so? Habe ich schon aus so, Aaron, ich hab jetzt die ganze Zeit hier, bin ich das am Trinken. Yeah. Ja, ich habe was. Also, ich habe. Ja, pass auf, zuerst das Comicbild, noch passend zu den Luftballons. Da hat Daniel ein paar Schlagzeilen zusammengefasst. Natürlich jetzt schon fürs neue Comicheft aufbereitet, diese Story, ja. Aber hier haben wir es in der Bild, ja. Neonazi verteilt blaue Ballons an Kita-Kinder. Oder MDR, Mann in Neonazi-Outfit verteilt Luftballons an Kindergärtner, Polizei ermittelt, Mann, Neonazi-Kleidung, bla bla bla. Und dann nach Wahlsieg in Kreis Sonneberg, mutmaßlicher immerhin, Neonazi verschenkt AfD-Ballons an Kita-Kinder. Das stimmt so in der Form zum Beispiel schon mal nicht, ja. Und die Bilder, auch wenn sie jetzt natürlich hier schon vercomickt sind, tatsächlich in der Bildauswahl hat sie dann halt eine ganze Traube an AfD-Ballons und so weiter, was dann nicht den Tatsachen entspricht. Also da ist schon wieder mit kleinen Manipulationen gearbeitet worden und man sieht zum Beispiel die Bild, die hat auch genau diesen Bildausschnitt genommen, wo dann eben noch die zwei AfD-Ballons im Kofferraum liegen. Ja? Das ist hier 1:1 vom Original übernommen. Da hat Daniel jetzt nichts dran verfälscht. Ja, da wird es dann schon offensichtlicher. Das ist eine Kampagne so. Also, ja, es stand in allen Zeitungen, war das ein Thema. Und ich habe als Kind die Ballons von allen Parteien genommen. Ich habe mich immer gefreut, wenn die bei uns im Dorf so Wahlkampf waren, Ballons, Kugelschreiber, alles abgestaubt und ohne Witz. Und ich werde die Partei nicht nennen, aber ich habe als Kind, da war ich noch Grundschüler, so, da habe ich schon so Wahlplakate abgerissen, ne? Und hab dann auch riesen Ärger von meiner Lehrerin bekommen und dann gab es auch Ärger zu Hause, so ey, das darfst du nicht machen. Und ist interessant, dass du das sagst, Stoner, weil den Gedanken hatte ich auch gerade, das lädt ja fast schon zu so einer soziologischen Beobachtung ein, wenn man jetzt aus dem Ausland kommt und man kennt die deutsche Parteienlandschaft nicht und du kannst auch kein Deutsch lesen, dann was siehst du eigentlich erstmal? Du siehst einen Mann, der Kindern Luftballons schenkt. Aber dann musst du wissen, die deutsche Reichsflagge sieht so und so aus und auf seinem T-Shirt steht, wer macht denn sowas oder irgendwas und was ein freiwilliger Abschiebehelfer ist. Wer macht, was steht da? Wer macht wieder mit,
stand da drauf. Ja, dann musst du wissen, was die AfD ist. Und dann musst du auch noch wissen, was ein freiwilliger Abschiebehelfer ist und dass das so ein ja, komischer Humor irgendwie sein soll. Und dann musst du das der Person irgendwie, der Taiwanesin irgendwie alles erzählen und dann sagt sie immer noch so, ja, okay, aber eigentlich verschenkt er doch Luftballons. Ja, ganz witzig. Okay. So. Ich hätte jetzt auch noch eine Überleitung zu einem Thema, das brauchen wir auch nicht ewig lang drüber, aber ich würde es gerne erwähnt wissen. Dann lass mich noch ganz schnell zu dem Bild sagen. Ja. Das war jetzt eine Seite aus dem neu entstehenden Comicheft Nu Wieso Comics Nummer 12, was demnächst auch rauskommt. Und wer es nicht verpassen will, kann es abonnieren. Ja, nuwisocomics.de, da kann man es abonnieren. Und alle, die das Heft abonnieren, die bekommen mit jeder Ausgabe, die sie zugesendet bekommen, eine tolle Überraschung. Ja. Im Einzelheftkauf im Shop gibt es das nicht. Aber für alle, die es abonniert haben und damit sozusagen auch dieses Comic-Projekt auf festes Standbein stellen, weil wir brauchen schon ein paar hundert Abonnenten, damit sich das überhaupt irgendwie trägt. Im Moment haben wir knapp über 100. Und Daniel und ich, wir sind total begeistert. Wir würden das gerne weitermachen. Deswegen jetzt für jeden, der sich bereit erklärt, das Ding zu abonnieren, wird es dreimal im Jahr geben, haben wir jetzt beschlossen. April, August, Dezember, das sind die Termine für die Hefte, dreimal im Jahr. Ihr werdet also nicht überschwemmt damit. So, nuwisocomics.de, da kann man es abonnieren. Jetzt die Überleitung. Ja, ich habe ja dann, eigentlich war das ja jetzt meine Überleitung zum nächsten Thema, aber mach. Ich dachte, es wäre es. Wir können danach noch zu kommen. Es gibt keine Regeln. Es pressiert uns auch heute nicht. Ja. Wir müssen das jetzt auch nicht in aller Ausführlichkeit diskutieren, aber es ist halt aktuell. Und ich meine, wir haben ja, oder ich spreche halt oft davon, dass diese Spaltung halt gefährlich ist und den sozialen Frieden halt massiv gefährdet. Und in Israel gibt es seit letzten Herbst oder seit Ende letzten Jahres eine Regierung, die ziemlich weit rechts ist. Also rechtsextrem, muss man sagen. Ja. Ich habe da schon mal eine ganze Sendung drüber gemacht und möchte nur daran erinnern, dass so ein Typ wie Itamar Ben-Gvir, der ist dort Sicherheitsminister, was ihm so die Oberhoheit über Polizei und so weiter gibt. Und das ist so ein Typ, der ein militanter Rechtsextremist ist. Also nach unseren Definitionen überhaupt nicht in so einer parlamentarischen Stellung sein könnte. Aber das ist halt, was du jetzt in Israel hast. Du hast also eine ziemlich Hardcore-Regierung. Und die Befürchtung, die ja da war, ist, dass das nicht nur innenpolitisch, Stichwort Justizreform, irgendwie Israel massiv verändern kann, sondern auch das Verhältnis zu den Arabern. Und die Palästinenser, die haben gefürchtet, okay, wenn jetzt diese Regierung startet, dann kommen auf uns harte Zeiten zu. Und tatsächlich ist es so, mittlerweile die Lage im Westjordanland ist wieder mächtig am Eskalieren. Also so krass, wie schon seit vielen Jahren nicht mehr war. Ganz aktuell geht es um die Stadt Jenin. Das ist eine Kleinstadt im Westjordanland. Aber was heißt schon klein? Wir reden davon Westjordanland und Gazastreifen. Das sind mit die am dichtesten besiedelten Räume der Welt. Da leben ganz viele Leute eng zusammengepackt. In diesem Jenin gibt es auch ein großes palästinensisches Flüchtlingslager. Und dort ist jetzt eine militärische Spezialoperation am Start. Die israelische Armee ist zu Lande und auch in der Luft, auch mit Drohnen, dort massiv am Kämpfen um sozusagen Terrorgruppen, die dort in diesem Flüchtlingslager halt ihre Bases haben, um denen halt habhaft zu werden. Und ja, es gibt diese Terrorgruppen, es ist ein Konflikt, es geht von beiden Seiten, aber seit diese Regierung am Start ist, hat sich halt das gesamte Klima dort verschärft. Weißt du, da in diesem Westjordanland, da gibt es besetzt, also Siedlungen von Israelis, die dort sind und direkt daneben gibt es palästinensische Dörfer. Und jetzt die letzten 10, 20 Jahre haben die schon auch irgendwie vor Ort dann oft einen Modus wie Wendy gefunden, wie die irgendwie, heißt das so, oder einen Status Quo gefunden, wie man zusammen leben kann. Und aber seit diese Regierung am Start ist, eskaliert es halt voll. Es gibt immer mehr Überfälle von jüdischen Siedlern, die mobmäßig, also halt palästinensische Dörfer angreifen, Olivenhaine und Weiden verbrennen, Infrastruktur angreifen und zerstören. Darauf gibt es natürlich wiederum, und ich will gar nicht sagen, wer angefangen hat, da müssen wir bis zurückgehen über Jahrzehnte oder so, also, weil das ja immer das Ding ist, halt, die sind schuld. Hier geht's nur darum, neutral diesen Konflikt zu zeigen, dass das halt jetzt gerade passiert. Es gibt auch dann ganz viele in den letzten Wochen, Monaten Attentate von Palästinensern, Selbstmordattentate mit Autos, fahren die in Siedlergruppen rein und das verschärft sich dann alles immer mehr. Und mittlerweile sind wir da angekommen, dass jetzt eben, hast du die Stadt Jenin, das ist, können wir das hier irgendwo sehen? Kannst du es zufällig, also ist die relativ groß, reden wir vom Gazastreifen? Eine Westjordanland. Das ist so ungefähr, ja, ist ungefähr auf halbem Weg zwischen Jerusalem und Hebron, glaube ich.
links vom Toten Meer, nee, weiter unten. Du kannst auch einfach mal eintippen, Jenin, D-S-C-H-E-N-I-N, und dann werden wir es vielleicht finden. Naja, und ich meine, die ganze Situation eskaliert halt immer mehr, und mittlerweile ist jetzt eben das israelische Militär auch mit Drohnen dort, da sind Leute sterben, es sind hunderte Verletzte, gleichzeitig gibt es keine, es ist Westjordanland, weißt du, es ist keine freie Gesellschaft wie bei uns, dass du dann einfach den Notarzt rufst und der kommt dann, wenn was ist. Das ist Warzone, nein, militärische Spezialoperationen, wird dort gesagt. Und das ist halt wirklich traurig. Ja, jetzt hast du es ja genau, Jenin hier mit J geschrieben, das ist dieser Ort. Und traurige Eskalation, es geht halt richtig krass ab, massive Gewalt wird immer stärker. Und ja, die Welt schaut zu. Und es gibt auch nicht wirklich viel, was man da jetzt machen kann. Ne? Oder hättet ihr eine Lösung? Weil du ja eine ganze Sendung über die Justizreform gemacht hast, führt es viel zu weit. Deswegen nochmal in einem Satz. Was ist denn die große Kritik an dieser israelischen aktuellen Regierung? Womit könnte man das vielleicht auf die deutsche Parteienlandschaft irgendwie interpretieren oder übertragen? Ist es überhaupt möglich? Und naja, kann man vielleicht sagen, das ist wirklich eine dezidiert palästinenserfeindliche Regierung, die da jetzt, also noch mehr als die ganzen Jahrzehnte wohl davor, lässt sich das. Das kann man auf jeden Fall sagen. Der schon von mir erwähnte, und das ist jetzt nur der plakativste Name, wir reden von diesen Parteien, die da zum Teil im Staat sind. Das ist so eine Koalition aus mehreren Parteien. Und da an der Spitze steht Netanyahu, der ist dann schon noch irgendwo dem bürgerlichen Lager zuzuordnen. Der wäre vielleicht sowas, was man bei uns halt rechts nennt, konservativ. Union oder so. Und das ist wirklich schwierig, das zu übertragen, aber weil du danach gefragt hast, zur Vereinfachung, ja. Das ist noch Netanyahu. Der kommt auf jeden Fall aus der bürgerlichen Gesellschaft von Israel. Aber dem seine Koalitionspartner, die eben auch Regierungsposten haben, da sind zum Teil Leute dabei, wie dieser Ben-Gvir, der hatte jahrzehntelang in seinem Büro, hat er hinten so ein Porträt hängen von dem Goldstein. Das war der Typ, der in den 90ern mit schwerst bewaffnet in Hebron, ich weiß gar nicht mehr die Zahl, 20, 30, 40 Moslems, die dort beim Beten waren, erschossen hatte, bevor er dann selber gelyncht wurde. Also solche Typen verehrt er. Der war selber im Gefängnis gesessen. Das sind massivst Rassisten gegenüber den Palästinensern, gegenüber den Arabern. Also das sind wirklich Leute, die den sozialen Frieden stören. Und das ist halt schon diese Eskalation, die wir halt hier erleben. Ja, ich kann die Sendung nur empfehlen, weil da gehen wir ein bisschen tiefer drauf ein. Auch die Justizreform, auch Fragen von Rechtsstaat und so weiter. Die Justizreform ist jetzt hier heute nicht Thema, sondern die Eskalation eben von Militär, von extremistischen Siedlern und von extremistischen Palästinensern. Und es wird immer schwieriger, dort das Zusammenleben. Und ein Punkt noch, warum das auch durchaus auch Thema ist, was wir, mit dem wir uns beschäftigen sollten hier in Europa und in Deutschland, ist, möglicherweise wird auch für die Palästinenser ein Leben im Westjordanland und Gazastreifen unmöglich gemacht. Die Lebensgrundlage wird entzogen und dann werden vielleicht die Leute irgendwo eine neue Heimstätte brauchen. Und dann werden wir uns in Europa auch damit beschäftigen müssen, mit dieser Frage. Da bin ich mir sicher. Du bist noch stumm. Cool, ja, gut zusammengefasst. Bin da bei dir. Ist allerdings gar nicht so mein Thema, ehrlich gesagt. Mein schon. Ich war ja auch schon dort, weißt du, und ich kenne Israelis sehr gut, habe Palästinenser kennengelernt, ich war viel in der arabischen Welt unterwegs, ich kenne diesen Konflikt sehr gut und es ist einfach ein Drama, eine Tragödie, diese Abzeichen. Und auch da, das heißt nicht, dass es unheilbar ist, aber da müsste man wirklich Lösungen entwickeln und da vielleicht brauchen wir dann wirklich so eine ganz große neue Vision. Aber es zeigt halt schon auch, wohin so ein Land gehen kann, wenn halt so Hardcore-Leute an der Regierung sind. Also dann wird es wirklich ernst. Dann wird es ernst, ja. Erleben wir immer wieder. Gut. Darf ich zum meinem Thema kommen? Ist nicht mein Thema, aber blende doch mal bitte, Aaron, dieses schöne Bild von dieser Zoom-Konferenz des sogenannten Corona-Expertenrates ein. Ja. Denn dazu gibt es viel zu sagen. Es gibt nämlich einen Journalist, nee, nicht einen Journalisten, Arzt ist das, Christian Hafner, der hat sich gedacht, naja, wieso darf die Öffentlichkeit eigentlich diese Sitzungsprotokolle dieses Corona-Rates, der vom Dezember 2021 bis, glaube ich, Mai 2023, also bis vor ein paar Monaten,
öfter getagt hat, ja, in dieser tollen Zoom-Konferenz. Und wer war da nicht alles dabei? Ja? Die bekannten Gesichter, Drosten, Streeck, aber wir sehen hier auch den Scholz mit dabei oder links oben da den Lauterbach. Ja? Und man fragt sich, okay, ist schon mal eine interessante Runde. Wir haben hier den Mertens von der STIKO dabei, den Wieler vom RKI und so weiter und so fort. Und jetzt gibt es eben diese Protokolle. Ja? So ein Sitzungsprotokoll, das ist eher eine langweilige Sache. Das ist jetzt keine Mitschrift, ja? Kein ewig langes Transkript dessen, was da alles gesagt wird, sondern eine Zusammenfassung davon, eine recht nüchterne. Die liest sich dann immer so, wie hier Mr. X hat gesagt, bla bla bla, Frau B. gab dann zu bedenken, das sowieso und tralala. Also in relativ kurzen Kapiteln zusammengefasst. Bleibt doch mal bitte beim X, genau. Diese Protokolle hier sind jetzt geschwärzt veröffentlicht. Warum geschwärzt? Man hat alle Namen geschwärzt, damit die Öffentlichkeit nicht erfährt, wer denn da eigentlich was gesagt hat. Wir erfahren nur, was gesagt wurde, dürfen aber nicht erfahren, von wem. Warum dürfen wir das nicht erfahren? Weil natürlich von vornherein klargestellt wurde, dass diese Mitglieder des Expertenrates selbstverständlich Angriffen aus der bösen Querdenker-Szene ausgesetzt sind und deswegen so sein Zitat politische Entscheidungsträger der wissenschaftliche Berater in Bezug auf ihre Mitwirkung in der Corona-Politik der Bundesregierung weiterhin Angriffen ausgesetzt. Ja? Und deswegen muss man die halt alle schwärzen, damit man nicht weiß, wer das von sich gegeben hat, was da eben drin steht. Und was steht da so drin? Es ist eigentlich unglaublich. Zum Beispiel steht da drin, dass man Monate bevor der Herr Mertens, der selber Mitglied war, über die STIKO die Impfung für Kinder empfohlen hat, haben die schon Monate vorher in einem Sitzungsprotokoll ausgiebig darüber diskutiert und festgestellt und waren sich auch darüber einig, dass Kinder weder der Treiber der Pandemie sind, noch in irgendeiner Form gefährdet sind. Und trotzdem wird 3 Monate später von einem Mitglied dieses Expertenrates die Impfung für Kinder empfohlen. Das ist eine von so vielen Sachen, über die man da reden müsste, was die GEZ-Medien übrigens bis jetzt vermieden haben. Wir haben hier Privatmedien, die darüber schreiben, die Welt insbesondere, die scheint besonders interessiert an Aufklärung zu sein, was hier betrifft. Ja. Wir haben es tatsächlich damit zu tun, dass irgendwie erst in Sitzung 17 oder so, ja, gegen Ende der Pandemie, der Herr Gesundheitsminister Lauterbach, der ebenfalls an dieser Konferenz immer teilnahm, was wiederum die Unabhängigkeit in Frage stellt irgendwie, ja, wenn der Gesundheitsminister dabei ist, da redet dem natürlich jeder nach dem Mund, einen Vortrag diesem Expertenrat hält, was ein CT-Wert von 30 bedeutet. Das war Anfang diesen Jahres, hat er denen das erklärt. Das ist unfassbar, weil man sich fragt, wieso reden die am Ende der Pandemie darüber, was an dem PCR-Test zu beachten ist. Krass. Das ist wirklich an Inkompetenz nicht zu übertreffen. Ja? Sitzungsprotokoll Nummer 1. Ja? Der Herr Kanzler, der da ab und zu auch mal dabei war, fragt, so, wie nennen wir denn jetzt das Baby? Ja, das war Tagesordnungspunkt Nummer 1 in der ersten Sitzung. Das ist so typisch Scholz, wir brauchen einen griffigen Namen. 14. Dezember 21. Ja, wie nennen wir jetzt das Baby? Und dann waren sich die Herr Experten einig darüber, dass man das Expertenrat nennt. Ja. Experten werden eingeladen zu den Talkshows. Und dann geht das eben so weiter, dass man eigentlich über die Protokolle mehr oder weniger rauskriegt. Es ist viel, ja, wenn man sich das komplett durchliest, da hat man so einen Eindruck davon, auf welchem Niveau da diskutiert wurde. Ja. Oh mein Gott, ein Expertenrat, der in der Pandemie über die Maßnahmen entscheiden soll, weil das sind ja die Experten, ja, wo kein einziger Verfassungsrechtler dabei ist. Ja. Und im Übrigen war auch kein einziger Epidemiologe dabei. No. Das ist einfach nur krass, was die Bundesregierung da gemacht hat. Und ich meine, die Kritik. Wer war zum Beispiel dabei? Ach, da waren Physiker dabei und Religionswissenschaftler, was heißt, ja, aber keine Leute, die die Fachgebiete, die dort besprochen wurden, inne hatten. Ja? Es waren dann halt eben der Chef vom RKI, von der STIKO und so weiter und so fort dabei, die natürlich dadurch, dass sie Präsidenten ihres Instituts oder ihres Amtes oder sonst was sind, ja, dass sie halt Entscheidungsträger sind.
können die doch nicht in dem Expertenrat drin sitzen. Das ist ja schon mal an sich völlig widersinnig. Ja? Dann wirkt ja der Expertenrat im Endeffekt nur so als so ein Bestätigungstool für Lauterbach und Scholz. Ja? Die haben sich ein paar Leute eingeladen, die sie eigentlich nur bestätigen sollen in ihren politischen Forderungen, beziehungsweise damit man den späteren Shitstorm dann halt auf möglichst viele Köpfe verteilt, ja? Die dann noch alle geschwärzt sind. Ja? Wie praktisch. Und wie gesagt, dieser CT-Wert von 30, dass der im Jahre 2023 in den Expertenrat überhaupt erstmal erklärt wird mit einem Vortrag von Lauterbach, dass die wissen, dass die Kinder nicht die Treiber der Pandemie sind und trotzdem diese Kinder impfen lassen wollen, dass die auch, das sind so viele Stellen auch komplett geschwärzt. Es gibt ein Sitzungsprotokoll, da weißt du gar nicht, worüber die geredet haben, aber an dem Tag hatte Scholz über die Triage getwittert. Ja? Auch so ein Skandal. Da ging es doch damals tatsächlich darum, dass man in den Medien, war das auch zu lesen, entschieden hatte, dass man im Falle der Triage, also sprich, da kommen zwei Patienten, man kann nur einen retten, ja, weil nur ein Bett, ein Beatmungsgerät oder was auch immer da ist, nicht mehr entschieden wird, wer hat die besseren Überlebenschancen, wer ist jünger, wer ist fitter, sondern es wird nach dem Impfstatus entschieden. Ja? Das waren Gedanken in diesem Corona-Expertenrat, wo im Übrigen auch drei Mitglieder diese Zero-Covid-Strategie verfolgt haben, ja, die in Australien und Neuseeland wirklich absolut krasse Stielblüten getrieben hat. Ja. Und. Also dieser sogenannte Expertenrat, so wird jetzt eben deutlich, hatte nichts mit Experte zu tun. Das war mehr oder weniger so ein Wichtigtourverein von Leuten, die keine Ahnung haben. Und wenn sie es sogar mal besser wussten, trotzdem die falsche Entscheidung getroffen haben. Ja. Vielleicht kurz auch noch Ehre, wem Ehre gebührt. Der Mann, der diese Protokolle erfolgreich freigeklagt hat, heißt Christian Haffner. Ja, und ich finde es auch sehr bedenklich, dass es da überhaupt geschwärzte Stellen gibt. Es erinnert mich so ein bisschen an die NSU-Affäre und deren ganze Geschichte und Beweismaterialien, die man irgendwie nicht einsehen darf oder die dann geschreddert wurden, wo ich mir immer so denke, das ist doch von öffentlichem Interesse und die sind ja nicht als privat. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich ihren WhatsApp-Chat mitlesen darf im Nachhinein, zwei Jahre später. Weil sie sind ja als öffentliche Personen dort in ihrem Amt aufgetreten. Also die Protokolle müssen natürlich freigegeben werden. Das ist zutiefst undemokratisch. Volle Zustimmung, ja. Und interessant, dich erinnert es an die NSU-Geschichte, diese geschwärzten Protokolle. Ich musste sofort an 9-11, an den Report denken. Wo ja, dann auch eben weite Teile geschwärzt sind, weil da geht es dann überall um Saudi-Arabien und so weiter. Und ey, das bringt dann ja gleich zu der Frage, warum musst du eigentlich was schwärzen? Was musst du dort schützen? Was musst du dort verheimlichen? Ich meine, allein das schon. Was ist peinlich? Für was schämt man sich? Oder was muss man hier heute, um irgendwelche Leute aus der Schusslinie zu nehmen? Warum muss man überhaupt schmerzen? Bei der Geschichte hier mit 9-11, okay, weil da ganz klar wird, an den Stellen, wie gewisse saudische, wie weit Saudi in Arabien dort involviert war. Und dann musst du so, das muss raus aus höherem nationalen Interesse, so Petrodollar und so weiter. Aber hier stellt sich ja dann sofort die Frage, boah, wenn du so viel schmerzen musst, sind da so viele Fehler drin, wenn das, was übrig ist, dann schon so peinlich ist, wie es Frank gerade zusammengefasst hat, was musst du denn da eigentlich schwärzen? Und ja, das Letzte, was du gesagt hast, Aaron, war, das ist undemokratisch, genauso ist es. Ich meine, das ist diese Leute, keiner von denen hat irgendeine demokratische Legitimation. Mhm. Niemand von denen wurde gewählt. Und hier ist es wieder mal ein Beispiel, wie die wirklich wichtigen Entscheidungen in unserer Gesellschaft nicht unbedingt gefällt werden von den demokratisch Gewählten, die jetzt zumindest eine Legitimation haben, so sehr man Politik und so weiter kritisiert, aber zumindest sind die legitimiert. Ja, es gibt Abgeordnete aus unseren Landkreisen und Wahlkreisen und so weiter. Die Leute sind gar nicht legitimiert. Und das ist total intransparent. Diese Leute, die nicht gewählt sind, treffen die Entscheidungen, die großen Entscheidungen, die uns alle betreffen, nicht jetzt irgendwie Tempolimit auf den Straßen, keine Ahnung, oder irgendwelche Banalitäten, sondern hier geht es um Entscheidungen, die alle betreffen. Und in dieser Intransparenz erinnert mich das auch an das, das war dieses Jahr, oder? Wo die Schweizer Banken da übers Wochenende fusioniert sind, UBS mit Credit Suisse, wenn ihr euch erinnert. Und da werden Entscheidungen gefällt, die natürlich den Schweizer Bürger in die Verantwortung nehmen, nämlich letztens der Staat, der muss dann Garantien ausstellen und so weiter und Bürgschaften. Und diese Entscheidungen werden getroffen komplett undemokratisch und komplett intransparent und man erfährt nichts. Und das ist
Das ist skandalös, in der Tat. Ja. Hier gibt es natürlich auch Kritik. Ich lese hier einfach mal vor, was da so die Resonanz auf diese Protokolle der weisen Coronas ist. Ja, kein Wort über eine Exit-Strategie. So könne ein Epidemiologe in einem Intensivmediziner doch nicht empfehlen, wie der seine Station zu organisieren habe oder umgekehrt. Stör, das ist der Kritiker, kritisiert auch die Zusammensetzung des Gremiums. Ja, warum waren gleich zwei Physiker an Bord, aber kein Altersmediziner? Ja, auch sieht er die Unabhängigkeit des Gremiums kompromittiert, denn bei allen Sitzungen war entweder Gesundheitsminister Lauterbach oder einer seiner Vertreter dabei. Ja, das habe durchaus als Aufsicht verstanden werden können, ebenso die Präsenz von Wieler. Ich lese einfach mal weiter. Auffällig ist auch, dass gemäß der nun vorliegenden Unterlagen Regierung und Minister offenbar keine konkreten Aufgaben für die Experten hatten. Es fehlt die Forderung nach Alternativvorschlägen samt einer Übersicht der Vor- und Nachteile. Während der 25 Sitzungen kam ein entscheidendes Thema kaum auf den Tisch: das Ende der Pandemie. Ja, der Virologe und Epidemiologe Alexander Kekulé, kennen wir alle, ja, das ist der NDR-Experte, stößt sich nach der Protokolllektüre am niedrigen Niveau der Beratungen. Zitat: Viel Zeit wurde für die gegenseitige Information über ohnehin bekannte Tatsachen verwendet, kritisiert er, gesteht aber schwierige Bedingungen zu, weil gegen Ende der Pandemie die Bevölkerung von den Maßnahmen ermüdet gewesen sei. Bis zuletzt habe der Expertenrat die Gefahr durch Omikron überschätzt, forderte unangemessen harte und noch härtere Maßnahmen und war dann enttäuscht, wenn sie nicht kamen wie empfohlen. Man war verärgert, so Kekulé, dass ab März 2022 gelockert wurde. Ja, und so weiter und so fort. Okay, haben wir jetzt festgestellt, was wir irgendwie uns schon immer gedacht haben. Ja, jetzt haben wir es auch noch schwarz auf weiß. Mehr schwarz als weiß, leider. Aber jetzt mal wieder die Frage, die ich so oft stelle. Und nun? Was machen unsere Medien daraus? Offensichtlich scheint es hier in den privaten Medien ein sehr viel größeres Interesse an Aufklärung zu geben. Insbesondere in der Welt, die, glaube ich, gar keinen deutschen Besitzer hat. Doch, aber unsere Springer, GZ-Medien, ich weiß nicht. Welt ist auf jeden Fall Springer, oder habe ich verpasst, dass Springer irgendwann übernommen wurde von irgendjemandem? Aber ich will nichts falsch sagen, ich weiß es nicht genau. Aber auffällig ist halt, dass unsere GEZ-Medien zu diesem Expertenrat überhaupt noch gar nichts gesagt haben. Ja, das ist wirklich frappierend. Aber wir haben, du hast es gerade anliegen, einen Tagesthemenkommentar immerhin zum Thema Impfschaden. Ja. Das hat man jetzt zumindest mal so akzeptiert, dass das wohl doch kein hundertprozentig sicherer, also hundertprozentig sicher war, wie es uns am Anfang verkauft wurde. Ja. Ach, man darf das Wort wieder aussprechen, ohne dass einem der Kanal gleich gelöscht wird. Ja. Okay, immerhin. Fortschritt. Ja, es ist auch, ich muss das immer wieder betonen, dass die Geburtsstunde von Homeoffice, auch wenn man es oft vergisst, ist der Ausbruch der Corona-Krise gewesen so. Und wir sitzen immer noch in diesem Format und deswegen ist es immer wieder auch Thema, wie dieses Thema weiterhin medial, gesellschaftspolitisch auch auf der ganzen Welt verarbeitet wird. Und wir sind durch alle Gefühlswallungen irgendwie in diesen 3 Jahren mal durchgegangen und haben alles schon mal irgendwie besprochen. Und dennoch interessant, sich jetzt ein Tagesthemenkommentar vom 3. Juli, abends, glaube ich, um 22 Uhr gestern so ausgestrahlt, anzuhören und zu denken, ach so, ist ja interessant, James Corbett hat mal gesagt, Verschwörungstheoretiker haben auch noch Unrecht, wenn sie Recht haben. Und der Kommentar ist schon krass. Sind es ja nur wenige, die beschädigt sind, angesichts von Millionen Impfungen. Wir waren alle irgendwie unsicher, was wir da tun, aber wir hatten keine rechte Wahl. Angesichts einer Pandemie von historischem Ausmaß wäre es schäbig, hier in diesen Fällen kleinlich zu sein. Ja, da wisst ihr Bescheid. Und jetzt geht's zum Wetter. Morgen sonnig und leicht bewölkt. So, das war sozusagen das letzte Wort, der letzte Gong zur Corona-Zeit. Hier, stellt euch mal nicht so an. So, erstens mal haben wir uns gegenseitig viel zu verzeihen. Und außerdem, bisschen kleinlich von euch. Also, ihr dürftet zwar irgendwie euch nicht auf eine Parkbank setzen oder Kindergeburtstag feiern, aber jetzt kommt uns nicht mit euren, wie nennt ihr die, Impfschäden? Ja, ja, ja. Meine Güte. Schalt uns mal wieder groß. Oder hast du noch was zu zeigen? Sehr gerne. Ja, also
man hat schon echt das Gefühl, seit 3 Jahren läuft hier so eine Dauerplatte irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie oft ich hier schon dieselben Sachen gesagt habe, weil ich immer noch darauf warte, dass sie mal irgendwie der ernst genommene Mainstream verkündet. Es passiert einfach nicht. Und das zeigt, dass diese GEZ-Medien überhaupt nicht unabhängig sind. Das sind Staatsmedien. Das muss man einfach anhand dessen, wie sie berichten, was sie berichten und wie sie vor allen Dingen ihr Personal managen, ist das meine ganz klare Feststellung. Ich erkenne keinen Unterschied zwischen GEZ und Regierungsmeinung. Ich erkenne aber sehr wohl, dass es private Medien gibt, die mittlerweile ernsthaft ausscheren. Und also große private Mainstream-Medien. Und das ist sehr interessant, weil das schon sehr in Richtung amerikanisch geht, weil dort ist es schon lange so. Weißt du, dort hast du halt mit Fox News diesen großen Sender, der halt voll, der zwar selber Mainstream ist, aber halt Anti-Establishment gebürstet. Ja? Und dort ist halt mit Trump als Präsident sowas schon mal groß geworden. Und ich denke, wir hängen da immer nur ein paar Jahre hinterher. Und ich sehe da ehrlich gesagt die Entwicklung bei uns genauso. Und eben auch auf der medialen Ebene ist es so. Und deswegen hatte ich vorhin gefragt, wem gehört eigentlich die Welt? Wir müssen hier in Deutschland verdammt aufpassen, wer hier die Meinungshoheit hat. Ja, die GEZ-Medien schaffen sich gerade selber ab, nachvollziehbar bei dem, was die tun. Aber wenn dann hier eben alle Leute, im Moment lesen wir halt überwiegend amerikanisierte Medien wie den Spiegel. Ja, das ist hier unser Leitmedium. Das ist aber Amerika-Agenda. Ja, das muss man halt wissen, dass wir da halt hier ein Vasall sind über diese großen Medien. Und die Frage ist, wie unabhängig wollen wir in Deutschland eigentlich auch auf der medialen Ebene sein? Wollen wir vielleicht mal irgendwie wieder Medien für uns in unserem eigenen Sinne irgendwie etablieren, als großes Mainstream-Medium? Gibt es im Moment nicht. Aber ich erkenne, wie gesagt, im privaten Sektor die eine oder andere Tendenz. Ja, Welt ist immerhin an Aufklärung interessiert, das kann man wirklich nicht anders sagen, die berichten zu dem Thema sehr viel. Die Bild, gut, da kann man sagen, bei denen ist, die nutzen mittlerweile alles, was irgendwie, wo man eine Skandalschlagzeile draus machen kann, ob es dann berechtigt ist oder nicht, aber wenn es berechtigt ist, dann immerhin. Bild und Welt sind dasselbe Verlagshaus, ne? Das ist Springer. Das ist, wo die schon die 68er damals vor dem Springer Verlag waren, Lügenpresse und das Ding niedergebrannt haben wollten, so. Ja, Welt und Bild kommen aus derselben Quelle. Ja, also bei dem Thema sind sie halt erstaunlich offen, sag ich jetzt mal. Aber bei anderen Themen schüttelst du dann halt wieder mit dem Kopf. Und die haben ja auch mitgemacht, ich erinnere mich, weißt du, auch wenn ein Herr Julian Reichelt sich jetzt hinstellt und da kritisch ist und auf Alternativ macht, der war da auch so ein Impfnazi. Hm? Das ist aber auch ein harter Begriff, Frank. Oder? Ja, der musste jetzt raus. Habe ich so gar nicht gehört, glaube ich, das Wort. Ja, da könnte man nochmal einen eigenen Blog, das ist auch was mich immer sehr interessiert, die Medienlandschaft, wie sieht die eigentlich aus? Es gibt die Öffentlich-Rechtlichen, die gar nicht berichten und die größten Propagandaschleudern sind und die privaten Medien, die sich teilweise gar nicht so schlecht verhalten haben, wenn auch nicht mit Ruhm bekleckert in den letzten 3 Jahren, im Hinblick auf Corona gleichzeitig sind die Springer-Medien Bild und Welt, die relativ kritisch bei Corona waren, zionistische, transatlantische Kampfblätter, die eine Agenda haben und nur Leute einstellen, die irgendwie klar auf Kurs sind. Ich glaube, es gibt keinen einzigen Artikel in den letzten 20 Jahren auf Bild oder Welt, welche die Merkwürdigkeiten, also weißt du, in 20 Jahren, welche eine Merkwürdigkeit des 11. September irgendwie, wahrscheinlich in keinem großen Medium, das muss man sich mal reinziehen. So, und deswegen ist es für mich immer so, und Reichelt irgendwie hat voll mitgemacht bei dem Impfding und macht jetzt so einen auf, ich war doch die ganze Zeit schon im Widerstand, so wie die, so wie die Ossis nach dem Mauerfall, die aber eigentlich mitgemacht haben. Ja, verstehe deinen Punkt voll. Die wollen so ein bisschen, und die kupfern auch ein bisschen von uns ab. Letztens diese ganzen Sachen, auch Funke Mediengruppe und so weiter, so auf YouTube, wie auf einmal alle großen Medien auch auf YouTube ihre Formate haben, die haben Podcasts und so weiter. Das ist alles letztens ein Abkupfern
von uns, und mit uns meine ich in diesem Fall nicht uns drei oder nur Wieso, sondern die Internet-Community, die diese neuen Formate etabliert hat, alles privat, alles Leute, die mit selbst machen. Und weil das so erfolgreich ist, haben die halt reagiert und mittlerweile übernehmen die das, haben die Hoheit auch bei YouTube, bei den Algorithmen. Also ich bekomme fast überwiegend nur noch irgendwie Mainstream angeboten. Traurig. Naja, apropos Mainstream und Nazis. Ich habe noch einen Rausschmeißer. Ich war im Kino. Indy 5. Ja, Indiana Jones 5 und das Rad des Schicksals. Also, vorweg, ja, ich will auch nicht spoilern. Ist auch egal, ja. Ich kann den Film empfehlen für jeden, der Popcorn-Kino mag und Indiana Jones mag. Besser als der vierte Teil. Sehr viel besser als der vierte Teil, meiner Meinung nach. Aber warum ich es anspreche? Wow. Also, ich habe ja gesagt, also ich habe ja prophezeit, wie weit es gehen wird in Kinos und hatte gesagt, Harrison Ford, Tom Hanks, Marilyn Monroe, die werden wieder Filme drehen. In Indiana Jones 5 sind die ersten 20 Minuten, spielen quasi in der Vergangenheit, ja, bevor es dann der alte Knacker mit seinen 81 Jahren da irgendwie macht. Ja. Du siehst dort über die Leinwand einen 40-jährigen, ja, Harrison Ford, da die Nazis verprügeln und du erkennst es maximal noch irgendwie in den Augen, ja, in der Iris, irgendwas stimmt da nicht. Aber alles andere ist so perfekt und dafür, dass es eigentlich das erste Mal ist im großen Hollywood-Kino, dass man diese Technologie anwendet, um jemanden jünger zu machen. Wenn ich mir überlege, Maskenbildner, ja, brauchst du nicht mehr. Du musst niemanden mehr auf alt machen, was dann trotzdem immer scheiße aussieht, weißt du? Die KI macht es dir so dermaßen perfekt. Und ich war sehr überrascht, ja, wie gut es ist. Ich dachte irgendwie, wahrscheinlich wirst du es nicht angucken können, weil du das dann doch fragmentarisch irgendwie wahrnimmst, dass es digital ist. Nee. Nur wirklich in der Iris. Ja. Und das Interessante ist, du guckst halt einem Mensch immer in die Augen. Ja. Und ich weiß nicht, das war schon immer auch das Problem von jedem Animationsstudio. Haare, Fell, Gesichtszüge, Bewegung, das kriegen die so super gut hin. Du kannst nicht ein Auge animieren, kannst kein künstliches Auge erzeugen, was der Mensch als echt wahrnimmt. Das hat bis jetzt noch niemand hingekriegt. The Soul, ne? Ja, aber interessant, dass du das erzählst, Frank, weil tatsächlich, wir hatten dieses Thema auch schon diskutiert und du hast auch diese Sorge schon formuliert, dass künftig so mit KI und technologischen Entwicklungen man gar keine echten Schauspieler mehr braucht und wir dann die nächsten 100 Jahre Harrison Ford zu sehen haben. Und das ist jetzt schon ein Schritt in die Richtung, oder? Ja, also ich meine, das ist ja sehr, sehr viel billiger. Du kannst einen Schauspieler, den du gerne haben willst, du drehst deinen nächsten Film mit Leonardo DiCaprio, George Clooney und allen Superstars, weißt du, und du brauchst die gar nicht für die Dreharbeiten. Du kannst den Film mit irgendwelchen 0815-Darstellern machen. Du brauchst aber die haben Recht auf ihr Gesicht, oder? Ja, das eben, du brauchst nur die Lizenz für das Gesicht. Und die Zukunft des Kinos, diejenigen, die schauspielen, ja, das werden irgendwelche Stuntmans sein und so, weißt du. Ja. Im Idealfall Leute, die den späteren Schauspieler, der es sein soll, schon ein bisschen ähnlich sehen, damit die KI nicht völlig überfordert ist. Oder Alternative, noch 2-3 Jahre weitergedacht, du suchst dir an der Kinokasse, du gehst in Indiana Jones und sagst, ja, aber Harrison Ford, das ist nicht mein Ding, ich hätte gern Tom Hanks. Bestes Beispiel dafür ist, ich freue mich auf den neuen James Bond mit Pierce Brosnan. Oder wen nehmen wir? Ja, oder Sean Connery. Sean Connery. Weißt, ja. Das geht dann alles. Ja. Und es kann dann auch eine Frau sein oder ein Schwarzer oder Ottfried Fischer, egal was du halt willst, ja, kannst du da in der Rolle sehen. Indiana Jones mit Ottfried Fischer, ja. Ja, aber theoretisch. Ja, dann habe ich es dir vorhin falsch erzählt. Bevor die Kamera lief, hat Stoner mich gefragt, ob Harrison Ford jetzt die ganze Zeit jung ist in dem Film oder ob es quasi eingebaut ist als Narrativ im Film. Ich habe dann Quatsch erzählt, weil ich dachte, er ist die ganze Zeit einfach 40 Jahre alt in dem Film. Aber es ist in dem Film eine Rückblende, okay. Ja, wie gesagt, ich will nicht spoilern. Es ist eine klassische Indie-Geschichte. Ja, es ist natürlich Popcorn-Kino. Es ist nicht besonders großer Tiefgang. Wobei ich sagen muss, da haben sie sich doch mal was Besseres als diese Kristallschädel. Ja, ist es auf jeden Fall. Also es hat dir Spaß gemacht. So. Das war schon ein Kinoerlebnis. Ja, richtig? Ja, klar, es ist Indiana Jones. Es macht Spaß, natürlich. Und auch dieser Mika Mikkelsen oder wie der heißt, ja, dieser dänische Schauspieler. Ich mag den ja total. Ja, Mats Empfehlung. Mikkelsen?
Mads Mikkelsen, genau so. Ach, genau. Ist, was habe ich der gesagt? Der spielt da mit. Der war ja, ja auch ja, der spielt den bösen Nazi. Ah, okay, da haben sie nicht mal einen Deutschen gefunden, da müssen sie einen Dänen nehmen. Das ist ja hier so. Wir sind die OGs in dem Game. Okay. Hey, wenn wir jetzt ganz zum Schluss sind, bevor wir rausgehen, oder wolltest du noch was sagen zu dem Film jetzt hier? Nee, ich wollte dir noch sagen, wenn wir dein Thema jetzt noch mit reinnehmen, haben wir alles abgedeckt, was wir heute thematisieren wollten. Ja, ich weiß nicht, das kriegen wir vielleicht nicht mehr rein. Schieben wir aufs nächste. Ich wollte eigentlich was ganz anderes nochmal ansprechen hier zum Schluss, was mich die ganze Zeit triggert irgendwie. Ist ja großartig, Aaron, dass du die steinische Büchertapete hinter dir hast. Aber was ist denn da für eine komische optische Verschiebung dort? Deine Buch und so, ey, was ist da für eine komische Line? Das irritiert mich die ganze Zeit schon hier. Stimmt, hier. Das ist beim Stein nicht so. Das war folgendermaßen, wir hatten uns überlegt, ob ich mir halt wie Robert diesen adrett gestutzten Bart heute rasiere und halt quasi die Leute sich fragen, ist er's oder ist er's nicht? Sie sind kaum voneinander zu unterscheiden, weil ich ja auch, wie Robert immer sagt, eine sehr hohe Stirn habe. Aber dann kamen wir auf die geniale Idee vor der Sendung, dass mir Frank nochmal kurz aus dem Internet die Original-Stein-Büchertapete geschickt hat. Aber du hast, glaube ich, nur einen Teil davon gefunden und musstest zusammen photoshoppen. Genau, das dahinter ist ja geloopt und ich habe quasi nur den kleinen Teilausschnitt und habe das quasi 19.50 Uhr vorhin noch schnell mit Photoshop zusammengezimmert. Deswegen sieht das so leicht aus. Ach so, das ist so eine kleine Schlamperei beim Photoshop, die zu vernachlässigen, ist ja klar. Mich triggert es nur schon die ganze Zeit. Was ist da los mit der Büchertapete? Was ist da passiert? So. Wohingegen die Bücherwand von Robert ja echt ist. Ist die hier virtuell und zusammen. Genau. Ja. Die Büchertapete von Robert ist echt, ne? Deine ist nur virtuell gefaked. Ja. Das ist jetzt schon die dritte Dimension von Büchertapete. Ja. Büchertapete-ception. Ja, deswegen jetzt noch eine Filmempfehlung. Robert hat ja den Dr. Röver in der Blut. Ich habe es nur gerade auf dem Schirm wegen dieser Büchertapete. Ich fand es so lustig. Die beiden nebeneinander. Die haben ja wirklich exakt denselben Hintergrund, ja. Nur bei dem einen ist es wirklich eine Tapete, bei dem anderen ein echtes Bücherregal. Aber es sieht aus wie eine Wand, so durchgängig. Interview kann ich empfehlen, ist jetzt kostenlos verfügbar auf Nuflix. Und lass doch mal gucken, was es noch Neues gibt. Frank, du hast neue Sendungen gemacht, die kommen demnächst. Worum ging es da? Moment, ich kann doch mal kurz noch einblenden, ja? Blende den. So, dann gehen wir hier. Sind wir nämlich schon bei Nu. Das ist aber nicht das, was ich jetzt neu gemacht habe. Ich bin halt gerade auf der Seite gelandet, wo ich gerade. Du schaust gerade nach dem, von Robert. Also, genau, wenn wir über die aktuellen Veröffentlichungen sprechen. Ja, du hattest gerade Röber angesprochen hier. Die letzte Tarlis-Sendung. Unfassbar. Fast 12.000 Live-Zuschauer letzten Freitag. Genau, aber was hier von mir neu ist, was ihr sehen könnt hier, Human Design, die Grundlagen der Selbsterkenntnis. Hochinteressant, das sind zwei Folgen, wo ich einen Gast am Start habe, den ich auch schon eine Weile kenne und Leute, die auf dem Nuviso-Kongress waren, haben ihn vielleicht auch schon mal gesehen. Das ist also auch jemand aus unserer Zuschauer-Community, der Stefan oder auch Elistan Snowley, wie so sein Norm de Internet ist. Hochinteressant. Human Design, so eine moderne Weiterentwicklung von, oder ein modernes Orakel, was so basiert auch auf Astrologie und so weiter. Und er kennt sich da richtig gut aus, er macht das kann das. Und in zwei Sendungen erklärt er, was Human Design ist, weil ich kannte das gar nicht. Er veranschaulicht das auch dann an mir selber. Ich habe mich da bereit erklärt als Skinny Pig, so als Versuchskaninchen, habe so meine Geburtsdaten rausgegeben und er analysiert mich dann so, weißt du, so für ein kleiner Seelenstrip, dies für mich. Aber es ist wirklich hochinteressant und wir tauchen dann auch an deiner Stelle auch richtig tief ein in so philosophische Fragen. Eigentlich überhaupt von Determinismus, ist alles vorherbestimmt. Was ist der Weg in die Freiheit? Hochinteressantes Thema, kann ich euch nur empfehlen. Ja. Genau, scroll doch mal bitte runter, Aaron. Ein Stück. Noch weiter. So, 13. Stuttgarter Impfsymposium. Alle Vorträge sind jetzt da. Katrin hat den Kongress von Hans Tolzin moderiert gehabt. Sehr interessant, ja. Also wir haben da Professor Bergholz, Roland Weigel, Professor Jörg Spitz, Marcel Barz war da, die Beate Barner hat einen Vortrag gehalten. Also die Vorträge sind jetzt auch alle
auf unserer Webseite verfügbar. Und scroll doch nochmal hoch, da war doch noch die Geheimnisse von wie wird es ausgesprochen, Frank? Terceira? Von was redest du gerade? Davon her. Deine Sendung über die Atome. Ach so, okay. Ja, hey, ich kann es ja auch nicht sagen. Terceira, würde ich sagen, ist portugiesisch. Ja, natürlich, Abora TV mit Dominic Görlitz, der in den letzten Zeit viel geforscht hat, so auf die Archäologie von diesen Atlantikinseln. Wir hatten über die Azoren gesprochen, über die Kanarischen Inseln. Das ist, glaube ich, hier über Azoren, oder? Ich möchte, na hier. Terceira müsste, glaube ich, die Azoren-Folge gewesen sein. Hochinteressanter, was auch diese kleinen Inseln, wo du denkst, da kann nicht viel gewesen sein, aber ey, welche bedeutenden oder interessanten archäologischen Stätten es da gibt. Das ist wirklich faszinierend. Ja, es müssen ja Zoan sein. Pico. Genau. Abora TV, wie gesagt, da gibt es auch eine ganze Menge so spannende Videos. Wir verfolgen ja die Arbeit von Dominic Görlitz schon sehr lange und seit mittlerweile auch schon einiger Zeit gibt es ja dieses Format mit dir und Dominik, wo ihr da nochmal diese ganzen aktuellen Forschungen, das ist ja kein alter, aufgewärmter Zeug da, das ist ja immer top aktuell, ganz neue Erkenntnisforschung, die Dominik damit einbringt. Ja, also es ist ja wirklich so, der reist irgendwo hin, hat irgendeine Erkenntnis, ein Projekt, irgendwas Neues, kommt zurück, redet drüber, macht wieder weiter. Also toll, diese Studienreisen hat er dieses Jahr gemacht, er war dieses Jahr auf den Azoren und so weiter. Das ist so echt aktueller Forschungsstand und der ist dann auch vernetzt, also er fährt da nicht hin und schaut sich das alleine an, sondern er ist dann immer auch vernetzt mit den, und der kann sich super vernetzen, das ist so eine Qualität auch von Dominik, der kennt so viele Menschen und der ist dann in Kontakt mit den lokalen Archäologen vor Ort, die diese Ausgrabungen auch machen und so weiter und spricht mit denen und hochinteressant, was da so passiert. Guter Mann. So ist es. Ja, Aaron, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, du kannst den Landeflug einleiten, oder? Bitte anschnallen, hinsetzen. Landung ist doch nochmal kritisch, aber hier bei uns nicht. Einfach auf dem Off-Button, fertig. Ey, ich habe echt Aaron, der Schlag getroffen, als ihr vorhin meint, so die ersten zwei Minuten waren gemutet, habe ich echt gedacht, das kann man nicht. Ey, Robert, wo auch immer er es gesehen hat, wird sich genüsslich einen Radlauf gemacht haben. So. Tonprobleme hatten wir doch schon mal. Ja, ehrlich, ey, aber wirklich, Aaron, Respekt, du hast es super gemacht. Wir wissen ja, was es bedeutet, was auf dem Druck ist, live und so weiter. Man kann sich da blamieren. Und das Publikum feiert ja auch, wenn die ihre Helden scheitern. So, weißt? Also deswegen, du standst schon ganz schön unter Druck heute Abend hier live und hast es super gemacht und Respekt dafür. Und jetzt kriegst du jetzt irgend so eine Lizenz oder sowas, musst du jetzt öfter machen. Ja? Ich kann auf jeden Fall sagen, es ist eine ganz andere Perspektive, an den Schalthebeln der Macht zu sitzen. aber man hat die ganze Zeit so diese eine andere Form von Anspannung dabei und man muss tatsächlich im Kopf immer noch ein bisschen mehr mitdenken. Deswegen ist man manchmal auch weniger bei den Gesprächen. Ich kann auch so manchmal jetzt ein bisschen besser nachvollziehen. Weißt du, du kannst nur nachvollziehen, in wessen Fußstapfen du mal gegangen bist. Und so ist es auch bei mir und Robert jetzt. Wenn er manchmal so zur Seite schaut, dann ist er halt so am Scannen, was da gerade pegelt und was der nächste Schritt für ihn ist, wenn er wieder was einblendet. Ganz interessant. Naja, also wir haben einige neue Sendungen auf der Webseite und es kommen einige neue in Zukunft dazu, so wie das immer der Fall ist. Und deswegen denke ich, ja, ich bin froh, dass ich das Ding einigermaßen geschaukelt habe. Wobei jetzt ja noch hier Outrobus und dann noch Abschlussbild muss ich jetzt noch fahren lassen. Und am besten noch mit Ton, da habe ich ja jetzt, ich darf den Tag noch nicht vor dem Abend loben, aber dann würde ich mal, wie Robert es sonst macht, die Abschlussrunde einläuten. Habt ihr einen letzten Gedanken? Ansonsten, wie Robert immer sagt, again what learned, dann drücke ich auf den Knopf, Leute, ja? Genau. Ja, also abschließend einfach nur vielen Dank fürs Zusehen, Comicheft abonnieren, fleißig auf der Webseite schauen oder am besten Internet mal komplett auslassen, ja, soll auch nicht so ungesund sein. Und ansonsten, Aaron, good job. Ja, zu sagen gäbe es noch vieles, es war noch lange nicht alles, aber für heute soll es wirklich genug sein und ich gönne euch und vor allem dir, Aaron, jetzt auch einen richtig schönen Feierabend. Vielleicht vom Radler noch auf ein Bier switchen, hättest du dir jetzt auf jeden Fall verdient. Und euch allen da draußen, danke fürs Einschalten. Und ja, bleibt uns gewogen, bis nächstes Mal. Ja? Peace, ich danke euch für euer Vertrauen und seid gnädig mit mir, liebe Zuschauer. Ja? Also, peace out. Ciao.
Thank you.